Welcome back to another German Food Review and it's Pulp Time by Baby Vita. Gemüse und Hühnchen mit Reis, so vegetables and chicken with rice. Here's the rice, chicken and the vegetables, carrots, tomato, peas. 89 cents for 190 gram. So 400 gram would be like 1 euro and 80, okay. And what's so special about this food? Where is it? Natrium. Very low in salt, yeah. There's salt, actually. 0.1 gram, yeah, that's good. Okay, and for the whole portion, just 130 calories. That's not high. 52% vegetables, 21% rice, 8% chicken, onions, rapeseed oil. That's it. Okay, and it's gluten-free. Yeah, I want it warm, of course. So, yeah, for the microwave, here it is. And yeah, without salt, without added salt, that's good. Okay, yeah, let's open it. Best before date, 89 cents, as I said. In Lidl, I think, but that stuff is available in many grocery stores. Let's open it. What's going on? Ah, there was the sound. Okay, it's not that pretty. Let's sniff it. Sniff test. What smells quite spicy. Mm-hmm. I think like tomato. Okay, not like chicken. No. So, a few seconds in the microwave, I think 1 minute or so, 600 watt. Not too hot. Back in a sec. So, here it is, and it's warm, not hot, except the bottom. Okay, let's stir it a little bit. Okay, now it's smooth. Okay, let's do something first, and then it's eating time, right? Ta-da! That will be the something without the finger. Okay, yeah, very smooth. Looks like curry, and that's it. Here we go. Mmm. Tomato, rice, here we go. Nice consistency, tastes definitely like rice. Really like rice. And it's not salty, which is the goal. Mm. Chicken, not so sure about the chicken, but I like rice, here we go. Mm. That's nice. Low in calories, double the amount, yeah, 260 calories, come on, it's a joke. Easy to make, and it's quite tasty. Mm. Of course, if you like it over salted, then it's not for you. Mm. It's okay. Mm. Well, but it tastes more like rice and tomato, not so much like chicken. Without everything. Okay. Yeah, one more. No, two more. Yeah, would you eat something like that? Or is it a no-go for you? Mm-hmm. It's okay, it tastes good. The same stuff with beef. That would be better, I think. Uh-oh. And nice consistency. Mmm. Yeah, not super pricey, quite tasty, easy to make, and you can transport it. So, definitely a thumbs up for Baby Vita Gemüse und Hühnchen mit Reis. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt einen Brei, und zwar von Baby Vita Gemüse und Hühnchen mit Reis. Und warum isst man das? Da ist wenig Salz drin. Ja, nur 0,10 oder 0,1 Gramm. Das war's. Außerdem ist es nicht hoch in den Kalorien. Und meistens schmeckt es auch. Werden wir mal sehen, ob das hier auch schmeckt.
Schmeckt natürlich nicht alles, aber manchmal schon. Und hier ist drin Gemüse und Hühnchen mit Reis, also Gemüse 52%, Karotten, Tomaten, Erbsen und Reis gekocht 21% und angeblich Hühnchenfleisch. Okay. Und Rapsöl. Ja, Kalorien auch niedrig, 130. So, wenn man sich davon zwei Gläser kaufen würde, dann wären es nur 260. Und trotzdem 400 Gramm Essen. Ja, Zucker, 4 Gramm, alles klar. Habe ich irgendwo, ich glaube, im Lidl gekauft, aber jetzt überall. Kostet 89 Cent, ein Glas. Und ich habe es in die Mikrowelle gemacht, eine Minute 600 Watt. Dann ist es warm, nur auf dem Boden, das ist heiß. Ja, geht. Alles klar, 190 Gramm. Und hier steht es ohne Salzzusatz. Ja. So, wer es salzig mag, der sollte das nicht essen. Alles klar, werden wir uns das mal angucken. Wenn man es umrührt, sieht es auch ganz okay aus, halt wie ein Brei. Sehr weich. Und ich habe was vergessen. Machen wir nochmal rein. Schnuppertest. Ja, es riecht nach Tomate und Reis. Jetzt werden wir mal kosten. Und es sieht aus wie Curry, aber eigentlich könnte ich auch sagen Karotte. Egal, hier, wie geht's? Und es schmeckt so, als ob man Reis essen würde. Mit Tomate. Und es ist natürlich nicht salzig. Von dem Hähnchen merke ich jetzt hier nichts. Aber schmeckt gut. Ja. Es schmeckt besser, als es aussieht. Fühlt sich auch gut an. Kein Nachgeschmack, nur Reis im Nachgeschmack. Ist warm. Kann man sehr schnell machen und leicht. Kann man super transportieren. Wieder zumachen. Oh. Und ist nicht teuer. Wenn man davon zwei nehmen würde, wären es 1,80 Euro unter 2 Euro. Jo. Und da ist kein Salz drin. Ja, aber es gibt noch mehr Geschmacksrichtung. Das gleiche hier, Gemüse und Reis, würde ich gerne mit Beef haben. Denn Chicken schmecke ich jetzt nicht wirklich. Mit Beef wäre das, glaube ich, besser. Oh, oh, here we go. Ja, würdet ihr sowas essen oder sagt ihr, nee, das essen nur Idioten oder Fette? Und dann schreibt mal einen Kommentar. Man kann sagen, das hier schmeckt gut. Ja. Nach Reis und Tomaten. Wenn ihr das in den Mixer haut, sieht es bestimmt genauso aus. Okay, macht noch eine Karotte dazu oder ein bisschen Curry. Ja. Ja. Alles klar. Kommt auf jeden Fall ein Daumen nach oben. Kann man kaufen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.